Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Mit mir, den Terzo. Wir sind auf dieser Insel, wie heißt sie? Schwarzschwalbeninsel gelandet. Da hinten waren ja die Wyvern. Wyvern ist wahrscheinlich auch mit den Wyvern Eiern. Ne, Basilisk. Basilisk-Eier. Ja, darum kümmern wir uns aber etwas später. Und wir müssen uns, oder ich muss mir immer mehr angewöhnen, die Zeichen zu nutzen. Vor allem sowas wie Quen oder irgendwie wären schon ganz hilfreich. Oh, guck mal, die Map macht wieder Disco, Pogo, la 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 la. So, lass mal das. wir gehen über diese Insel, wo ganz viele dieser komischen... ich weiß bis heute nicht, was das für Viecher sein sollen. Weißt du, die werden bestimmt irgendwann mal die totalen Monster, weil sie man irgendwie im letzten Kapitel zusammensuchen muss und umbringen muss. Guck dir die doch mal an, die sind scheiße hässlich. Ich muss natürlich mal nachgucken, weil das Spiel erschienen ist, um mal herauszufinden, ob die Grafik... Nein, die Grafik war bestimmt damals Bombaste. Wyvern, Feuersteller. Wyvern. Das hier, Lagerfeuer... Oh, okay, das habe ich zwar nicht gesehen. Was ist das? Altar des Dagon. Versuchen wir einfach einen kleinen Bogen. Gibt's auch immer das Altar von Dagon? Sieht schon cool aus mit einer Kiste. Sorry. Entschuldigung. Wir müssen natürlich Prioritäten setzen. Da geht's in die Unterwasserstadt wahrscheinlich. Boah, meinst bitte, wir kommen so irgendwie und so irgendwann nochmal unter Wasser an. Ja, das dort hinten sieht nicht so gut aus, aber sonst. Hat was. Also hat schon was Cooles. Wyvern. Gegen Wyvern würden wir eigentlich fertig werden. Ich weiß noch nicht, ob wir was mit dem Wyvern machen müssten. Auf jeden Fall, was ich mache, ist. Das hat einen guten Grund. Wie weit kommen wir hier rein? Hier geht's bestimmt dann in die Unterwasserstadt. Aber bestimmt jetzt noch nicht, oder? Wir können ja irgendwas spenden. Nö. Wir brauchen mal also zwei Sachen. Wahrscheinlich kriegt man das einmal vom Dorf Ältest, also vom Dorf. Das andere kriegt man von diesem komischen, ich habe den Namen vergessen, den Namen, den man nicht aussprechen kann. Da ist ein Leichnam. Ja. Da müssen wir ein paar Quests erledigen. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Kapitel, also so wie ich es empfinde, es ist zwar ein großes Gebiet, aber ich glaube, dass es sich relativ schnell, dass es relativ schnell geht. Weiß ich nicht warum. Ich habe das irgendwie im Gefühl. So, die erste Wyvern haben wir. Was machen wir hier? 3, 4, 5, 2. Komm. So, jetzt über das Schwert. Ah, guck mal, die Mama doch. Easy weg. Letzter Schlag. War voll easy. Was bekommen wir da? Ja. Wyvern-Ei. Davon brauchen wir drei, glaube ich. Komm. Ja. So. Wir locken die immer schön einzeln an. Dann ist es ein. Eigentlich bequemer. Seid hässlich. Wäre mal diesen Kampfstil. Also wenn man das Kampfsystem verstanden hat, dann ist es eigentlich auch einfach. Und das habe ich bis zum Sumpf eigentlich nicht so richtig gerillt, das System. Aber jetzt ist eigentlich, bis auf das Ausweichen, ist eigentlich alles gut mittlerweile. Okay, wir bekommen also nur für den Königswyvern ein Ei wahrscheinlich. Oder ist das random? Ich weiß es nicht. Mindestens, oh Gott, das ist schon direkt hinter mir. Au, au. Böse, so starker Schlag.
Und da war beinahe den Schlag vergessen. Pam, pam, pam. Ich weiß ja, du bist genauso ein Problem wie deine deine kleine Untertane. Nämlich gar keins. Wow. So, da haben wir wieder so ein Vivant-Ei. Das ist ein Leichnam. Der liegt bestimmt nicht ohne Grund da. So. Das hier kommt an. Wir wechseln zur Waffe auf den Kampfstil. Oh nein, das hat uns angegriffen. Das ist. Lol, die machen Schaden. Wie viel ist das? Neuntel? Ein Zehntel? Egal. Oh, jetzt war er zu schnell. Naja. Und tschüss. Bam und weg die Sau. Überreste. Na okay, wir brauchen nur einen. Warte, wir machen erstmal hier. So. Wenn alle angreifen sollten, wir sterben, wäre das ziemlich ärgerlich. Ja, also warum ich jetzt plötzlich wieder zu viel schneide, Speicher. Liegt daran, dass ich letzte Folge nicht gespeichert habe, als ich das Spiel beendet habe. Es war zwar gestern, deswegen konnte ich mich halt an alles gut erinnern. Aber genau. So, wir hauen das erstmal platt. Weg ist es. So, die Überreste nehmen wir natürlich hier wieder. So. Da ist die Königsviewer. Ich kümmere irgendwie. Die Königsviewer kommt. Und das Schwert Geralt. Und wir nehmen den starken Angriff. So. Ist ja nach einer Combo-Welle kaputt. Also. Jetzt ist es. Geschichte. Und damit haben wir jetzt das letzte Vivant-Ei. So, der Vivant-Vertrag haben wir fertig. Geralt, kannst gleich das Schwert draußen lassen, ne? Greifen wir jetzt direkt an zum Angriff. Oh, da mal ein ganzes Vivant-Nest ausgeräuchert. Muss gut sein für die Population. Haut ab. So. Komm, komm. So, du hast wenig fallen gelassen, muss man mal so sagen. Ein Leichnam. Was beinhaltet er sich? Warte. Ja, dat, nee, war das. Kann man ja gut. So Ringe können wir prima verkaufen. Ich mag Ringe nicht, wie ihr vielleicht merkt. Steck das Schwert weg. Steck das Schwert weg. Genau, und wir müssen eigentlich mit. Genau. Wir, wenn wir dann wieder im Dorf sind, holen wir uns ja das krassere Schwert. Wir werfen jetzt erstmal die Fackel weg. Merken uns, die liegt. Da liegt sie. So. Nehmen das. Weil dann nervt uns diese Kurse. Und werfen das einfach hier weg. Du Unrat! Jetzt habe ich wieder. So. Jetzt und jetzt nehmen wir wieder die Fackel. Da. So. Genau. Der Alter bringt uns nicht. Würde ich sagen, hauen wir dann. Warte, ich gucke mal kurz, ob da die Quest für die Basilisk. Für die. Noch Basilisken sind das, ne? So, Albin, was ist da unser Auftrag eigentlich? Ich sollte mit Julian reden. Okay. War hier noch was? Jetzt habe ich einen Grund, ja, als Salamandra muss am Seeufer auf der Schwarz muss mit Ertrunkenen töten und deren Anführer besiegen. Das können wir ja gleich machen. Altvertrag. Warte, haben wir eigentlich? Warte. Bestiarium, also Ungeheuer. Alp. Das ist irgendwie nach irgendwie. Ist das doch Alba? Das ist. Wir haben keine Alp, oder? Was macht hier eigentlich der Gorgo? Hund. Algul. Basilisken haben wir, also deswegen Alp am besten doch nicht töten, ne? Da muss uns irgendwas. Genau. Kechibora Königin. Ja. Hässliche Tiere.
Mittagserscheinungen. Ach, guck mal, für die Mittagserscheinungen und Nachterscheinungen haben wir schon Einträge. Das heißt, die Questen kann man dann auch schon. Riesentausendfüßler. Ja, aber auch ein Eintrag, auch sehr gut. Aber von allen fehlt uns noch welche. Müssen wir mal gucken, wo wir die Informationen bekommen, bevor wir die besiegen können. Ich so, weiter guck mal bei Job. Denn wir erledigen diesen Job. So, Quest. Basilisken. Basilisken heute, ja, können wir, okay, können wir machen. Der Helfer, vier davon. Muss Chitin Exoskelette. Warte, haben wir doch eigentlich, warte, Inventar. Chitin Exoskelett, so. Da haben wir schon mal einen. Ich glaube, den bekommt man von Riesen tausend Füßler. Ich weiß es nicht genau. Wir kommen wieder zurück auf Jobs. Der Verschlingervertrag. Verschlingerzähler. Ungeheuer. Da gucken wir jetzt auch mal gleich nach. Bei. Wird ja neu. Wird ja neu hießen, ne? Genau. Hier Verschlinger. Okay, da haben wir auch was. Gut. Der Verschlinger, der Wyvern-Vertrag, den können wir ja abgeben gleich. Was? Die Hitze des Tages. Ich sollte Rittersport. Okay. Ich frage mich, ob es ein besseres Spiel. Ja. Sicherlich kann ich noch mehr Interesse hatte. Okay, das ist der Zahnarzt. Hauskampf. Ach, guck mal hier, genau. Hier müssen wir. Friedhof mit den Sümpfen entgegentreten. Friedhof bei den Sümpfen, da gibt es einen Friedhof. Da hinten? Also Kapitel 5, alles klar. Okay, Job. Geheimnis der Hexer auf der Welt. Ich muss Raune finden, die Königin der Jagd und seine Geister von Druidenkreis zu vertreiben. Okay, kleine Drangsale. Ich sollte eine Reit. Ach so, das war das, ja. Mittagserscheinungen, Wellen. Ruft. Okay. Okay, Wellen. Wellen, die Gruft. Ja, warte mal. Die ist, glaube ich, das Ding dort. Wahrscheinlich. Okay. Wir werden jetzt aber erstmal gegen die Basilisken kämpfen. Zuvor können wir vielleicht nochmal schlafen, um uns voll zu heilen. Denn ich habe immer noch nicht herausgeguckt, wie man Heiltränke herstellt. Mache ich jetzt bald mal. Wäre auf jeden Fall vorteilhaft. So, aber ansonsten. Diese wird bestimmt noch spannender. Aber jetzt ist sie doch so eher so, ist es halt doch da und schön, dass es sie gibt. Wir schlafen bis zum Morgen. War eigentlich stumm, das Feuer zu nutzen, aber egal. Wir können es halt. Dann nehmen wir am besten das. Was war eigentlich die 5 nochmal? Warte mal. Axi. Ah, Gedankenbeschwörung. Warte mal, könnten wir eigentlich auch mal probieren. Komm hier so. So, bei dem brauchten wir den schnellen Schlag. Basilisk. So, ein anlocken. So wie immer. Klappt ja super. Nee, nee. So, und jetzt fällt er um. Komm, komm, komm. Hallo. Basiliskenhaut. Alles nehmen.
Holztruhe, Holztruhe. Eis des letzten Tropfen. Okay. Basilisk, lass uns kämpfen. Komm, Geralt. Was war das denn? So, jetzt sollte es aber tot sein. Also zumindest gleich noch ein Schla Angriff, also ein Combo-Angriff nun. Und jetzt ist er weg. So. Basilisk Haut. Brauchen wir nur noch eine, glaube ich, oder vier. Oh, jetzt aber kommt weiter. Oh. Wir machen mal kurz. So. Ja, das, ich glaube, dass so Windstoßfallen bei mehreren was bringen. Und vor allem muss man das leveln. So. Einer müsste noch da sein. Pass auf, Gerald. Quest Basiliskenvertrag. Julian. So, schön vom Angriff am besten immer. Ja, die paar Schaden, die er uns jetzt macht, ist eigentlich auch egal. Das letzte Mal hat uns doch einer vergiftet, ne? Ja, wer weiß wie. Auf jeden Fall diesmal Gott sei Dank nicht. So, damit sind die Basilisken weg. Wir haben erfolgreich die Basilisken ausgerottet. Gut wieder die Population und die Natur. Sehr schön, die Truhe hat sich gelohnt. Jetzt gucken wir mal bei der noch. Jetzt hier ist bestimmt Müll drinne. Aber vielleicht sowas wie Hundeteig oder Gänsespalzmacheltränke? Ich weiß es nicht. Kann man da jetzt bekommen? Warte, Steuerung. Nee. Kann man das wirklich nur so machen? Nee, Quatsch, das ging auch. Warte. Nein. Bestimmt auch mit Shift, genau. Axi-Zeichen. Ja, okay. So. Das Feuer ist da hinten ist natürlich aus. Aber wir schlafen. Ja, wir schlafen jetzt in die Nacht hinein. Weil hier auf der Insel an dem Strand sollen ja dann Ertrunkene auftauchen, die wir gelüstig auch nochmal niederschnetzeln können, um die nächste Quest zu besiegeln. Ist in der Nacht, vielleicht sogar eine Stunde. So. Stunde. Ja, aufstehen. Da hinten sind sie auch schon. Was das schon? Wo sind die anderen Überreste? Hallo. Gut, dann sammelt das halt dann nicht auf. Ertrunkenen Hirn und ertrunkenen irgendwas anderes. So. Basilisken sind wieder da. Was ist das da für ein Vogel gewesen? Der war voll groß. Oh, was ist das denn für eine Musik in der Nacht? Also die
muss ich sagen. Die ist wirklich schön. Nee, warte. Wie ist sie? Reitgeschirr. Ah, hier. Okay, zwei Gruppen. Warte mal, wir gehen einfach mal hier weiter. Vielleicht gehen dann irgendwo welche noch auf. Macht dann jetzt da eine Königswyvern. Die ignorieren wir einfach mal gekonnt. Also in der Nacht kommt ja, okay. So. Sollte an sich kein Problem darstellen. Metzeln war einfach so wie die anderen auch nieder. La 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 la. Ja ja. Probier's erst gar nicht. Also am Anfang war die Musik schöner. So, mit euch passiert jetzt hier auch nichts, gell? Ne. Ach, da ist die Zwergenachs, genau, die uns nicht interessieren mag. So. Ja, also heißt, wir schuppern jetzt zurück ans andere Ufer und gucken da, ob sich dort welche breit gemacht haben. Also hier Adrukte breit gemacht haben. Bei abkürzen, ne? Hm, sehr gut. Ja, schön, dass wir abkürzen können. Zeige ich jetzt Folge 100, die wir dann damit haben. Ich weiß es nicht. Die müssen ja bald kommen, ne? Das heißt, das erste Let's Play, die was bei uns über 100 Folgen hat. Krasse Scheiße. Ich finde es auch schön, dass sie danach und am Tag unterschiedliche Lade. Nicht Lade. Ladebilder? Ladesequenzen haben. So. Also gehen wir mal an dem Ufer hier lang. Das dort hinten ist nichts Gutes, was dort rumläuft. So viel kann ich, glaube ich, schon mal sagen. Wir gehen da einfach mal hin und schauen, was das ist. Ja, sag ich ja, das Siegruf, da können wir ja dann mal hingehen. Ach so, das ist doch der Priester. Aber wir sollten mal mit dir sprechen, mit dir. Komm her. Heden, Gohl, Bohl, Tal, Hohl. Lebt wohl. Okay. Der hat nicht mehr viel zu sagen, anscheinend. Aber wir müssen zu Jonas. Also das sowieso einerseits wegen der Quest. Und andererseits wegen anderen Sachen. Ist immer eine gute Ausrede, andererseits wegen anderen Sachen. So, können wir hier uns... Habe ich nicht die Musik gelobt hier? Guck mal hier, das Call of Duty, die Fische schwimmen vor mir weg. Feuerstelle. Hm.
Wurde nicht gesagt, dass ihr ertrunken auftauchen soll? Wo sind ihr doch Ertrunkene? Ah, guck mal, wir wurden sogar geheilt auf dem Weg hierher. Gut zu wissen. Also es ist wirklich gut zu wissen. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.